Vor nicht einmal 14 Tagen übernahm der Magdeburger Boxer Robert Stieglitz die Patenschaft für ein Schülerprojekt der IGS Regine Hildebrand. Nun hat er sich schon wieder für den Nachwuchs engagiert, und zwar für die ganz Kleinen. Die integrative Kindertagesstätte Spatzennest in der Spielhagenstraße bekam heute Morgen Besuch von dem 28-Jährigen. Doch der Sportler kam natürlich nicht mit leeren Händen. Zur Unterstützung der Einrichtung spendete er insgesamt 1.000 Euro. Ein kleiner Teil der Spende wurde gleich in Spielzeug für die Kinder investiert. Und der Boxer und die Erzieherin halfen fleißig beim Aufbauen. Also erstmal freuen wir uns ganz doll, dass wir das Geld bekommen haben. Wir werden das dann für den Spielplatz draußen nutzen. Ein bisschen Spielzeug haben wir ja jetzt hier schon gekauft für unsere Kinder. Und gemeinsam mit den Kindern werden wir dann überlegen, was wir draußen kaufen. Die Kita Spatzennest hat der Boxprofi nicht zufällig ausgewählt. Denn schließlich kommt auch sein Sohn Oskar jeden Morgen hierher.